Raumspray und alles spricht mich sehr an. Also egal, was ich gekriegt hätte, ich wäre äußerst zufrieden. Ich habe das Raumspray bekommen und zwar Weihnachtsbäckerei heißt das. Ich habe es schon mal ausprobiert und es riecht wirklich köstlich, wirklich wie Weihnachtsbäckerei. Und außerdem heißt es Elena Tura. Wie für mich gemacht. Ich sprühe das mal für euch. Aber wie gesagt, es ist wirklich, die Flasche ist aus Glas. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin überzeugt, dass die anderen Raumsprays genauso gut riechen. Ganz egal, was man da bekommt. Von, darf ich Elena Tura sagen? Sorgst du spielerisch leicht für angenehme Atmosphäre? Naturreine ätherische Öle verbreiten einen zarten natürlichen Duft und stammen vorrangig aus kontrolliert biologischem Anbau. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Aromatherapie bietet Elena Tura ein vielfältiges Sortiment von ausgesuchten ätherischen Ölen, Basisölen, Duftmischungen und Bio-Raumsprays in höchster Qualität. Entdecke eine der weihnachtlichen Sorten Winterträume, Weihnachtsbäckerei, Lebkuchen oder Sternenzimt oder freue dich über eine der vielen anderen Sorten und genieße die sanfte Wirkung der Düfte. Muy bien. Ich mag allgemein ätherische Öle und so weiter, das wisst ihr, wir haben ja auch vor kurzem eine Mischung gemacht. Also ja, ich muss diesen Shop mal abchecken, das klingt echt voll gut alles. Als nächstes haben wir ein Gesichtsöl. So sieht es aus. Please focus. Mitchell & Peach. Flora Nummer 1, Fine Radiance Face Oil, das hatten wir noch nicht, Mitchell and Peach, kenne ich nicht. Okay, dann lesen wir mal darüber. Das ist eine Ölmischung, so wie es aussieht. Verwöhnendes Gesichtsöl von für 52,95 Euro. Für festlich strahlende Haut das Flora Nummer 1 Fine Radiance Face Oil von Mitchell & Peach ist reich an natürlichen Antioxidantien.
Dazu sorgt das Gesichtsöl für pralle und festere Haut mit ebenmäßigem Glow und verwöhnt deine Sinne mit dem harmonischen Duft von Rosen, Yang Yang, Veilchen und Lavendel. Wir lieben nicht nur dieses Produkt, sondern ganz besonders, wie sich Mitchell & Peach für Nachhaltigkeit engagiert. Auf dem eigenen Ackerland fördern sie die Artenvielfalt durch Nistplätze, Wiesen und Wildtierkorridore. Alle Produkte sind frei von Tierversuchen und kommen ohne Parabene und künstliche Farbstoffe aus. Muy bien. Face Oil wäre auch ein gutes Geschenk. Mal als irgendwo dazulegen für Weihnachten. Für die Mama oder so. Dann haben wir natürlich eine Maske. Eine Heilerde-Maske von Luvus. Von denen hatten wir auch schon ein paar. Ich war schon bei Peel. Clean Peel Maske für alle Hauttypen. Das sind zwei Anwendungen. Aber bei mir wären das vier Anwendungen mindestens. Das ist sehr großzügig gefüllt. Soja, laktosefrei of course, 1,8%
Also ich glaube, ich habe es mit Hanfsamen, so wie es auf dem Bild aussieht. Chiasamen sind es nicht, Haselnüsse oder Mandeln auch nicht. Muy bien. Wie oft sage ich muy bien in dem Video? Und dann haben wir etwas, was ihr auch schon kennt, von, wir hatten mal so eine Bauchtasche, auch aus den Zementsäcken wiederverwendbaren, wiederverwendeten. Das ist ja so ein Projekt. Noch vegane Bratensauce.